Fatma hat Glück gehabt. Die 17-jährige Hamburgerin wollte nach der Schule unbedingt Arzthelferin werden. Und sie hat ihre Wunschausbildungsstelle bekommen. Doch bis es soweit war, musste sie erkennen, ihr Schulabschluss war dabei das größte Hindernis. Fatma hat eine Hauptschule besucht. Und das gilt in Deutschland nicht mehr viel. Ich habe ca. 20 Bewerbungen geschrieben. Und ich habe auch ein paar Mal Praktikum gemacht, aber das hat nicht geklappt, weil ich halt einen Hauptschulabschluss habe. Und jetzt habe ich hier eine Chance. Und eine Chance, die auch Bulut bekommen hat. Als Hauptschüler hatte auch er wenig Aussicht auf eine qualifizierte Ausbildung. Das Problem im deutschen Schulsystem ist die Hauptschule oft nur noch ein Sammelbecken derjenigen, die es woanders nicht schaffen. Für die Ansprüche der Unternehmen an ihre Auszubildenden sind viele Hauptschüler nicht gut genug. Die Anforderungen an einen Beruf heutzutage sind sehr hoch. Und wer von vornherein dort Probleme im mathematischen Bereich hat, im sprachlichen Bereich hat, der hat eigentlich gar keine Chance, so einen Beruf erfolgreich in der Ausbildung zu beenden. Die norddeutsche Affinerie hat Bulut und Fatma diese Chance gegeben. Der Hamburger Kupferhersteller lässt 13 Hauptschüler ein Jahr lang auf die Ausbildung im eigenen Haus vorbereiten und versucht so, die Bildungslücken zu schließen. Wir nehmen die 3 Tage hier zu uns und die gehen 2 Tage in die Schule, werden also schulisch weiter ausgebildet und werden hier bei uns an eine berufliche Ausbildung herangebracht. Und das Schöne für die Jugendlichen, sie kriegen sogar noch Geld dafür. Ein Projekt, das als vorbildlich gilt und deshalb wie geschaffen ist für Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre politische Agenda. Denn die Kanzlerin hat ein neues großes Zukunftsthema für sich entdeckt. Bildung ist jetzt Chefsache. Und seither hört man aus ihrem Munde Worte, die auch Sozialdemokraten unterschreiben könnten. Bildung ist der Schlüssel. Der Schlüssel für soziale Teilhabe. Bildung ist der Schlüssel für die Frage, ob soziale Marktwirtschaft auch nach 60 Jahren im 21. Jahrhundert unter ganz neuen Bedingungen von Internet, von Datenverarbeitung, von Wissenszuwachs noch gelebt werden kann. Da wird Bildung, die Frage der Bildung, eben die Schlüsselfrage sein. Vor allem kann Bildung eine Schlüsselfrage für die nächste Bundestagswahl sein. Merkel besucht seit dem Sommer Kindergärten, Schulen und Ausbildungswerkstätten im ganzen Land. Die klare Botschaft an das Wahlvolk, seht her, die Kanzlerin kümmert sich. Als Chefin der Bundesregierung ist sie allerdings für Kindergärten, Schulen und Ausbildungswerkstätten gar nicht zuständig. In der föderalen Struktur Deutschlands ist das eigentlich Sache der einzelnen Bundesländer. Ein Einwand, den die Kanzlerin lächelnd abwehrt. Und da ist es dann ja für den einzelnen Auszubildenden zum Beispiel nicht so besonders interessant, wer nun gerade zuständig ist politisch, sondern da ist für den einzelnen Menschen, für das Kind, für die Eltern interessant, hat mein Kind die richtigen Chancen, in dieses 21. Jahrhundert hineinzuwachsen? Hat es Chancen, seine Lebensträume zu verwirklichen? Natürlich weiß Angela Merkel, die Hoheit über das Thema Bildung lassen sich die Landesfürsten nicht einfach so nehmen. Egal welcher Partei sie angehören, die Ministerpräsidenten sehen Merkels neues Lieblingsthema vor allem als Chance, ihre leeren Kassen mit Bundesmitteln zu füllen. Diese horrenden Investitionen in Bildung, wie sie heute diskutiert werden, können die Kommunen und können die Länder alleine nicht tragen. Und insofern brauchen wir auch die Unterstützung des Bundes. Die SPD beobachtet Merkels neue Ambitionen eher argwöhnisch. Nicht von ungefähr zeigt sich der frisch gekürte SPD-Kanzlerkandidat Steinmeier in einer Fachhochschule. Die Sozialdemokraten fürchten, dass die Kanzlerin ihnen nach Elterngeld und Klimaschutz schon wieder bei einem zentralen Thema den Rang abläuft und halten ihr Versäumnisse vor. Frau Merkel hat in der Vergangenheit nicht zu denen gehört, die sehr dafür waren, dass Bund und Länder zusammenwirken in Bildungsfragen. Dass die Kanzlerin hier ihre Position offensichtlich überdenkt, das begrüßen wir eigentlich und hoffen jetzt, dass da entsprechend was rauskommt. Aber das, was sie da zu tun hat, geht vorwiegend in die eigene Partei, denn die Ministerpräsidenten, ich erinnere an Herrn Koch, haben in der Vergangenheit immer wieder gesagt, der Bund darf sich nicht in Bildungspolitik einmischen. Fatma und Bulut haben einen Ausbildungsplatz. Trotz Hauptschule und Bildungsmisere. Dass Jugendliche wie Sie in Zukunft nicht mehr auf Glück und private Initiativen vertrauen müssen, das ist das Ziel, das die Kanzlerin für den nationalen Bildungsgipfel im Oktober formuliert hat. Dann wird sich entscheiden, ob von Merkels Bildungsreise für Jugendliche wie Fatma und Bulut mehr als ein hübsches Erinnerungsfoto übrig bleiben wird.